Ey Leute, heute geht es um Anytrans. Ich habe schon im letzten Video zu Phone Clean angesagt, dass das kommt. Jetzt minimiert sich das nicht. Hat ein bisschen gedauert. Auf jeden Fall sage ich schon mal zum Anfang, damit ich es nicht vergesse, den Download-Link dazu plus Key, damit ihr es aktivieren könnt, stelle ich in die Beschreibung. Zum Aktivieren könnt ihr irgendwo hier klicken, wenn es noch nicht aktiviert ist. Da steht irgendwie Registrieren, Code eingeben, fertig. So, und ja, ihr seht wahrscheinlich schon, was Anytrans ist. Weil die Scheißfenster kann man nicht mehr bewegen. Ja, das ist ein Manager sozusagen, dann ja, womit ihr euer Handy managen könnt. Ja, gut erkannt. So, hier habt ihr schon mal gleich so die iTunes-Bibliothek. Also ihr könnt mit Anytrans auch ohne iTunes dann Musik hinzufügen und entfernen und so ein Scheiß. Das ist aber was, das würde ich trotzdem lieber noch mit iTunes machen. Keine Ahnung, dann fühle ich mich sicherer oder so. Nein, ich fühle mich nicht sicherer, aber bin ich auch hundertprozentig sicher, dass es richtig übertragen wird und alles. Hier sind auch Listen, Filme und so ein Scheiß, aber darum geht's gar nicht, das benutze ich gar nicht, das braucht man gar nicht, das ist gar nicht das Besondere an diesem Programm. Das Besondere ist, dass zum Beispiel habe ich vor kurzem all meine Bilder auf dem PC übertragen und ich habe auch viele Alben, in denen ich auch sehr viele Bilder habe, zum Teil irgendwie 400 Stück in einem Album. Und da ist es natürlich scheiße, wenn das Album, also wenn man alle Bilder auf dem PC macht und die Alben dann nicht mehr bestehen und man das irgendwie alles auf dem PC neu sortieren muss oder so, wenn man das wirklich braucht. Das ist total für den Arsch. Das ist zum Beispiel was, wofür man dieses Programm mega gut gebrauchen kann oder eigentlich nur dieses Programm. Ich habe zwei andere vorher ausprobiert, aber da konnte man irgendwie nur 5 Bilder übertragen, dann musstest du diese Scheiße kaufen. Hier habe ich es dann halt ohne kaufen geschafft. Ja. Naja, okay. Ich zeige euch mal, was man so hier machen kann. Also hier sieht man erstmal Handy. Nein, ich habe kein iPhone 6 oder so. Und auch kein iPhone 10S. Also Kapazität sieht man hier, wie viel benutzt ist. Benutzt 20. Alter, habe ich echt so viel benutzt? Alter, ist ja heftig. Okay, dann kann man hier halt die einzelnen Kategorien sehen, wie viel was verbraucht. Hier andere habe ich 8,2 GB. Keine Ahnung, was das jetzt ist. Fotos 3,6. 11,4 GB, ja okay. So, was man hier machen kann, ist Sachen zu iTunes exportieren, denke ich mal. Wie schon gesagt, das würde ich nicht hiermit machen. Inhalt auf PC exportieren, zum Beispiel Camera Roll, wenn man das jetzt auswählt, wird alles hierhin, alles was in meiner Kamera Dings ist, was an Bildern, wird dann zu Documents exportiert. Mache ich jetzt auch nicht. Also was auch, Gott, ich komme hier durcheinander. Was auch richtig geil ist an dem Programm, wenn man sich ein neues Handy kauft und zum Beispiel irgendwelche Sachen übertragen will vom alten aufs neue, zum Beispiel die Bilder oder so, da kann man hier Inhalt auf Gerät exportieren. Hier steht schon, stecken Sie bitte zwei iDevices ein, um fortzufahren. Also man schließt beide seine Handys an, das alte und das neue, und dann kann man vom alten einfach die Sachen aufs neue übertragen direkt. Das ist richtig geil dafür, das Programm. Und hier kann man noch Inhalt hinzufügen, muss man jetzt nicht. So, was man noch machen kann. So, Notizen hier, so, das macht er jetzt nicht, weil ich das irgendwie iCloud verbunden, ja, weil ich mit der iCloud verbunden bin. Wenn man das jetzt nicht ist, zeigt er hier die Notizen an, das ist auch praktisch, kann man die direkt hier rüber kopieren oder keine Ahnung was man auch mal damit machen will. Apps, zeigt er hier die ganzen Apps an, die man installiert hat. Ich habe jetzt nicht mehr so viel drauf, einfach weil es so ist. Die habe ich hauptsächlich alle gelöscht, weil ich sie sowieso nicht benutzt habe. WhatsApp fast 1 GB, okay. Das ist, hier kann man das so managen sozusagen. Hier kann man die einzelnen Sachen öffnen und keine Ahnung was man nochmal machen will. Das ist eigentlich ein bisschen wie iFunbox, falls manche von euch das kennen. Ja, braucht man jetzt auch nicht unbedingt. Weshalb ich das Programm so geil fand, ist, man kann auch Backup machen. Kann man zwar auch über iTunes, aber okay, ne? Also weshalb ich das so geil fand, war, dass man die Fotos kopieren kann. So, man sieht schon, ich habe 2600 Bilder hier bei der Kamera im Fotostream, den habe ich aktiviert. Das sind 822, Videos 48, Alben 9 Stück, also ich habe schon ein paar. Und da fand ich es halt mega wichtig, dass das alles übertragen wird. Hier ist mein Wallpaper, mein Album, wo Wallpaper drin sind hier. Die anderen zeige ich euch jetzt nicht. Das kann ich euch noch zeigen. So, worauf ihr nochmal
ich gebe nochmal einen kleinen Tipp, worauf ihr achten solltet, wenn ihr das übertragt. Und zwar hatte ich das Problem, ich hatte ein Album, in dem waren Sonderzeichen drin. Also man kann ja, wenn man Ordner erstellt hier, neu Ordner, so, und ich dann hier drücken will, da darf keine der folgenden Zeichen enthalten. Diese Zeichen, wenn, also wenn einer eurer Alben dieses Zeichen enthält, dann stürzt das Programm andauernd ab, wenn ihr das Album übertragen wollt. Ich saß da eine halbe Stunde und dachte, warum stürzt dieses scheiß Programm die ganze Zeit ab? Liegt das am Crack oder was? Keine Ahnung, aber das konnte ja nicht angehen. Bis ich dann, als ich schon alle Bilder übertragen habe, gecheckt habe, dass das Album, dass da dieses Zeichen drin war und das deshalb nicht übertragen werden konnte. Also bevor ihr euer Album überträgt, achtet darauf, dass keins dieser Zeichen drin ist. Benennt das irgendwie um oder so. Und dann funktioniert das auch. So wie ihr das am besten macht, ist, ihr wechselt von dieser Kachelansicht, geht natürlich auch, aber so geht's schneller. Also wenn ihr das ganze Album übertragen wollt, macht ihr das so, geht ihr zu dieser Ansicht, klickt hier rauf, dann werden alle ausgewählt. Und dann könnt ihr hier drauf drücken, dann werden sie exportiert und da, wo sie hin exportiert werden, da öffnet sich dann auch gleich der Ordner. Ich mache das jetzt nicht, weil ich keine Lust habe, dass die jetzt exportiert werden. Aber ist halt ziemlich einfach, hier könnt ihr nochmal aktualisieren. Ja, das fand ich schon mal mega geil an diesem Programm, dass das funktioniert, dass man seine Alben einzeln übertragen kann. Und natürlich auch die Bilder. Hier könnt ihr einfach auf Camera Raw gehen, da gehe ich jetzt auch nicht rauf. Und dann macht ihr das genauso, ihr wechselt zu dieser Ansicht und dann geht ihr auf Exportieren, dann werden alle, das kann wahrscheinlich etwas länger dauern, wenn ihr so viele Bilder habt, werden alle Bilder in einen Ordner exportiert, zu dem ihr auch gleich hingeleitet werdet. Habe ich das richtig gesagt, hingeleitet werdet? Keine Ahnung. Ja, das fand ich schon mal mega geil an diesem Programm, weshalb es ein absolutes Muss ist. Ja, ihr seht ja noch die restlichen Funktionen hier, Nachrichten und so ein Scheiß. Was man damit so machen kann, Kalender übertragen. Ich würde mal sagen, das war's schon soweit mit dem Video. Holt euch das Programm, mega praktisch, kann ich nur empfehlen. Ist auch gratis, ich stelle den Key dazu. Und dann würde ich sagen, ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Denke ich nicht. Hier sind alle Funktionen, was ihr machen könnt. Könnt alles übertragen, alles Dingsen, alles was weiß ich. Dann war es das mit diesem Video und dann sehen wir uns im nächsten wieder.